Bitteschön, lasst es krachen. Das Sodom und Gomorra, diese Hipsterbar, vor der wir hier stehen, hat dem Verfassungsschutz und den Großkonzernen schon mal ihre Party abgesagt, weil wir halt gesagt hatten, wir kommen auch. Es gibt heute keine Cocktails für RWE, Verfassungsschutz und Co. Yay! So, wir hören jetzt einen Redebeitrag von Nike von Ende Gelände. Mach mal Lärm! Wer uns nicht kennt, wir sind die in weißen Anzügen, die letztes Jahr mitgeholfen haben, die Rodung des Hambacher Walls im Rheinland zu stoppen. Das hat dem Kohlekonzern RWE überhaupt nicht gefallen. RWE-Chef Rolf Schmitz ist es nämlich gewohnt, dass die Politik tut, was er sagt. Die Bundesregierung zum Beispiel verschiebt extra für RWE den Kohleausstieg so weit sie kann in die Zukunft, damit RWE länger Profit machen kann. Und die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat erst gestern wieder Großaufgebote der Polizei in den Wald geschickt. Es geht darum, mit brachialer Gewalt alle Menschen zu vertreiben, die in Hambi auf Baumhäusern wohnen und den Wald schützen. Aber letzten Herbst hat das nicht mehr funktioniert. Letzten Herbst sind tausende Menschen immer wieder in den Wald gekommen. Auch Leute, die mit Polizei- oder Kapitalismuskritik vorher gar nichts anfangen konnten. Leute, die einfach gesehen haben, wie die Polizei da im Hambi mit KlimaaktivistInnen umgeht und die gesagt haben, wenn das der Staat sein soll, dann stellen wir uns gegen den Staat. So haben wir die Rodung gemeinsam gestoppt. Zumindest vorerst. Und heute haben wir mit euch allen zusammen die Party von RWE und Verfassungsschutz gestoppt. Dafür können wir uns an dieser Stelle mal ordentlich feiern. Wir hatten uns ja eigentlich schon ein bisschen schick gemacht. Wir hatten uns ein bisschen gefreut auf die Party und wollten uns als Extremistinnen mal von unserer besten Seite zeigen. Wir haben Sekt dabei und sogar Luftschlangen. Aber wir feiern natürlich viel lieber mit euch hier auf der Straße als mit diesen Ausbeutungs- und Überwachungsextremisten von RWE, Verfassungsschutz und Co. Okay, mal ganz im Ernst jetzt. Wenn Verfassungsschutz und die Allianz für Sicherheit in der Wirtschaft morgen zu ihrer Konferenz im Hotel Steigenberger einladen, um über die steigende Gefahr für Unternehmen zu sprechen, dann bezeichnen sie uns als Extremisten. Wir, also die Extremisten, bedrohen die Sicherheit von Konzernen. Das freut uns natürlich, dass wir so erfolgreich sind. Denn in einem Punkt haben sie natürlich recht. Wir stehen gegen die. Wir fordern extreme Veränderungen, denn wir haben keine Zeit mehr für Kompromisse. Wir befinden uns mitten in der größten Krise der Menschheit. Wir haben nur noch wenige Jahre, um die Klimaerwärmung zu stoppen. Wir müssen uns also entscheiden zwischen zwei Extremen. Weiter so mit Vollgas in die Klimakrise und eine Gesellschaft mit noch größeren Ungerechtigkeiten oder ein radikaler Wandel hin zu einer Gesellschaft, in der nicht mehr Profitinteressen von Großkonzernen im Mittelpunkt stehen, sondern das Wohlergehen von Menschen. Wenn wir uns für die zweite Option entscheiden, dann ist das gleichzeitig eine Entscheidung gegen unsere derzeitige Regierung und es ist auch eine Entscheidung gegen die Art von Polizei und Verfassungsschutz, wie wir sie aktuell haben. Denn was tut die Regierung mitten in der Klimakrise? Sie gründet Kommissionen und Arbeitsgruppen und tut genau gar nichts, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und was tun Polizei und Verfassungsschutz angesichts der größten Gerechtigkeitskrise der Menschheit? Die Polizei hilft dabei, alle einzusperren und zu kriminalisieren, die sich für Gerechtigkeit einsetzen, die Abschiebungen verhindern, gegen die G20 protestieren oder für den Kohleausstieg. Und der sogenannte Verfassungsschutz hilft mit, ein mordendes Neonazi-Netzwerk aufzubauen und berät die AfD dabei, wie sie ihre rechte Hetze am besten salonfähig machen kann. Es ist übrigens kein Zufall, dass die AfD den menschengemachten Klimawandel leugnet. Sonst müssten sie zugeben, dass wir hier in den Industrieländern verantwortlich sind für die Dürren und Überschwemmungen, die weltweit jetzt schon Menschen im globalen Süden zur Flucht zwingen. Dann müssten sie zugeben, dass die Toten im Mittelmeer und an den Zäunen rund um die Festung Europas unsere Toten sind. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum AfD, Verfassungsschutz und auch die Bundesregierung eine Höllenangst davor haben, dass alle Menschen hierzulande verstehen, wie ernst es mit der Klimakrise ist. Denn wer das versteht, stellt das ganze System in Frage, das auf Wachstum, Ausbeutung, Überwachung und Angst basiert.
Früher ging es mir auch nur um niedliche Eisbären, um Korallenriffe, Plastikmüll und Insektensterben. Ich habe Kröten über die Straße getragen, meine Eltern geschimpft, wenn sie geflogen sind, meinen persönlichen CO2-Fußabdruck gemessen. Das ist ziemlich frustrierend, wenn man begreift, wie global unsere Wirtschaft funktioniert. Wie übermächtig das Finanzsystem ist und vor allem, dass es Menschen gibt, denen es mit der Zerstörung der Welt ganz gut geht und die daran ein Interesse haben. Deshalb geht es mir jetzt ums große Ganze, um das Ende unserer Externalisierungsgesellschaft, um eine andere Organisationsform als den Nationalstaat und um eine andere Wirtschaftsform als den Kapitalismus. Und ich freue mich total, dass hier heute Abend ganz viele verschiedene Gruppen und Menschen zusammengekommen sind. Denn wenn RWE, Telekom, Verfassungsschutz und der Chef von BASF eine Party machen wollen, dann haben sie uns vielleicht nicht eingeladen, aber wir sind trotzdem da. Ende Gelände ist praktischer Klimaschutz und gleichzeitig praktischer Antikapitalismus. Ende Gelände heißt, die Kohlebagger stehen still, die Kohlezüge stehen still, die ganze zerstörerische Kohleinfrastruktur von RWE steht still, weil wir zu Tausenden im Weg sitzen. Unsere nächste Massenaktion zivilen Ungehorsams haben wir schon angekündigt. Vom 19. bis zum 24. Juni am Tagebau Garzweiler im Rheinland. Nachdem wir jetzt schon so erfolgreich die Party heute Abend gecrashed haben, warten wir eigentlich nur noch darauf, dass RWE in vorauseilendem Gehorsam gleich den gesamten Kohletagebau einstellt. Aber falls das nicht passieren sollte, freuen wir uns sehr, wenn ihr alle mit uns ins Rheinland kommt. Wir versprechen euch, damit geht ihr nicht nur RWE auf die Nerven, sondern auch dem Verfassungsschutz. Denn ob Ökoterroristen, Antifa oder Leute, die keinen Bock auf höhere Mieten haben, für den Verfassungsschutz sind wir alle Gefährder. Aber wenn wir uns zusammentun, können wir deren Albtraum Wirklichkeit werden lassen. Wir können diese alten Herren, die uns gern einschüchtern, überwachen und einsperren würden, alle zur Hölle jagen. Oder zumindest zurück nach Sodom und Gomorra. In diesem Sinne, Prost! Antikapitalista! Antikapitalista!